spend a lot. Fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. Exit made this. Was poppin', people? Was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute spät am Abend. Wir haben jetzt Freitag, 19 Uhr. Und warum ich den Vlog so spät starte, wie ihr am Titel nehmen könnt, bin ich dieses Wochenende auf einem Wellness-Wochenende. Ich gönne mir ein bisschen Wellness, weil ich ein bisschen nix eigentlich. Ich bin eigentlich nicht gestresst, aber ich wollte es mir einfach mal gut gehen lassen und deswegen nehme ich euch ein bisschen mit. Ich fahre jetzt gleich nach Frankfurt. Zufälligerweise hat Frankfurt auch genau dieses Wochenende die Sperrstunde aufgehoben. Das heißt, we finna get lit anyways. Ich nehme euch über das ganze Wochenende mit. Ich habe tatsächlich noch nie über mehrere Tage gevloggt. Also ich weiß gar nicht, wie lang dieses Video werden wird. Anyways, keine Ahnung, Mann. Ich sag euch ehrlich, ich bin gespannt. Ich habe voll Bock drauf, weil ich war schon voll lange nicht mehr outside of town. Und deswegen freue ich mich da auch umso mehr drauf. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sein wird. Ja, I don't know, man. Ich sag euch ehrlich, ich habe echt keinen Plan. Hier ist mein Koffer, den ich mitnehmen werde. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was genau alles mich da erwarten wird. Ich habe auf jeden Fall unnormal Bock. Und ich glaube, ich werde das erste Mal in meinem Leben Roomservice bestellen und einfach mir gönnen. Wisst ihr, was ich meine? So einfach chillig, Roomservice auf Chile-Basis. So einfach mal Hotel-Vibes catchen, so ein bisschen chillen, weinen. Ihr wisst, wie das ist. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze abläuft. Ich werde mich gleich melden, wenn ich im Auto bin und losfahre. Ansonsten, ja, war es das eigentlich erstmal. Ich wollte mich schon kurz, euch kurz einmal einweihen, was passieren wird, warum ich überhaupt die Kamera wieder in der Hand habe. Zwei Vlogs in Folge, wie der Vlog Squad. Ihr wisst selber, der littest Vlogger ever in whole Germany. Deswegen, vielleicht fange ich auch nur noch Vlogs an, weiß ich nicht, I don't know. Ich habe irgendwie mal Spaß dran. Wie dem auch sei, wie finde ich eigentlich mein neues Lichtkurs? I don't know. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, aber ich glaube, a nigga popping right now. The melanin is popping. Anyways, wie ihr seht, ich bin hyped, ich hab gute Laune. Ich war gerade den ganzen Tag arbeiten. It was alright, wie Arbeit halt ist. Und deswegen chill ich jetzt noch ein kleines bisschen, dann fahr ich auch schon los. And we feel like it lit, because ich fahre nach Frankfurt mit dem Auto. Es ist jede Menge geile neue Musik gedroppt. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ihr wisst, Copyright macht Filme. Deswegen geht's leider nicht. Aber vielleicht kriegt ihr kleine Snippets, so ihr wisst selber, weil a nigga got a good taste in music, you know. Anyways, long talk. Gar keinen Sinn und Peace. Guten Morgen, People, was geht? Es ist ein neuer Tag, frisch aus Frankfurt. Ich bin gerade wach geworden. Ja, hab ganz gut geschlafen. Erste Nacht überlebt hier. Mit wundervoller Aussicht. Ihr seht es selber. Baustelle ist auch am Start. Ja, Mann. Das ist meine View auf jeden Fall vom Hotel. Die haben mir direkt das beste Zimmer gegeben. Und ja, ich wurde gerade auch schon angemeckert, warum ich filme. Dementsprechend, ich werde gleich frühstücken gehen. Guck mir das Ganze erstmal an. Und dann werde ich mal sehen, was in Frankfurt so geht, ob ich noch ein bisschen rumgehe durch die Stadt, bevor ich zum Wellness gehe. Das weiß ich doch gar nicht so ganz genau. Ich habe gestern Abend was zu essen bestellt bei Burger King. Und das Lustige ist, ich bestelle Essen und meine Mischung ist immer Chicken Nugget und Milchshake. Auf einmal der Lieferant kommt einfach an und bringt mir Cola. Bro, Cola, Milchshake, das sind drei verschiedene Welten. Wie kommst du auf die Idee, mir Cola zu bringen? Da habe ich angerufen und die haben mir das Geld tatsächlich zurückgegeben für die Milchshakes und ich habe die Cola behalten dürfen. Ich habe die Cola zwar nicht getrunken, aber falls irgendwer mal eine Cola haben will, soll er bei mir vorbeikommen, you can have it all, weil ich trinke keine Cola. Junge, kommt der Typ von der Baustelle gerade zu mir und will rumheulen, weil ich eine Sekunde seine Baustelle gezeigt habe und meinte von wegen, sie dürfen hier nicht filmen. Bro, first of all, das ist eine Baustelle, was soll ich da zeigen? Nobody cares about die Baustelle. Ich habe nur kurz gezeigt, was meine View ist. Der will, droht mir mit Polizei. Digga, get the fuck out of my space. So, I'm in a good mood, I'm in a good shape, you know. Ich bin nur hier zum Relaxen, ich will good vibes catchen. Und er kommt mir von der Seite mit irgendwelchen Sachen, I don't even care about. Friends
Hey Leute, ganz kurz, ne? Ich gehe jetzt frühstücken. Aber dann habe ich eine Frage an euch. Meint ihr, sein Auto ist kaputt? Nee, oder? Oh! Der arme Mercedes ist einfach tot, ja. Rest in peace for my brother, though. Also ich hoffe, sein Auto kann noch irgendwas, weil that's a sad story, man. Anyways, ich gehe jetzt was essen, weil ich habe extrem Hunger. Und ja, Mann, vielleicht gibt es einen kleinen Food-Trailer gleich, I don't know. Wetter ist voll angenehm, muss ich sagen. Ihr wisst doch, Sonnenbrille schützt die Identität, weil Leute kommen, die sagen, ey, Wes, ja, können wir Foto machen? So, nein, Spaß, aber deswegen Sonnenbrille immer am Start, weil it's been a long night yesterday. Eigentlich nicht, ich bin voll früh eingeschlafen, aber ja, Mann, deswegen, ich bin voll gespannt später aufs Wellness, wie es da sein wird, mit Kuro Kuro, wie das da sein wird, ob es Einschränkungen geben wird. We gonna see, aber wir sehen uns gleich erstmal beim Essen. Goodbye. Oh, yeah, yeah, oh, oh, yeah, oh, oh. Ich bin jetzt hier bei Elaine's World, Elaine's Daily. Das habe ich empfohlen bekommen von der lieben Demi. Shoutout an dich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich zeige euch mal gleich kurz ein bisschen, wie es hier aussieht. Optisch auf jeden Fall eine gute 1, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob das Essen bleibt. Ich habe auch immer Todeshunger. Ich habe jetzt auf jeden Fall mein Essen bestellt. Darauf warte ich jetzt. Ich habe auf jeden Fall übertrieben Hunger. Danach wollte ich kurz auf Vintage Store gehen. Falls ihr noch welche kennt, ich meine, es ist jetzt eh zu spät für Frankfurt. Aber ich mache trotzdem Vintage Stores, so hit me up. Sag mal, wo gute Vintage Stores sind. Ich bin auf Vintage Store Jagd, weil viele Shops haben Dings. Und ja, deswegen, das werde ich als nächstes machen nach dem Essen. Aber jetzt werde ich gleich erstmal essen. Ich würde so gerne hier filmen, weil es eigentlich voll nice aussieht. Aber ich will nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, weil dann heißt wieder, die sind YouTuber, die machen immer nur alles für Content und so. I mean, I be doing this shit, but nobody gotta know, wisst ihr? Deswegen, ich weiß noch nicht, was genau ich machen will. Vielleicht filme ich nur das Essen, weil alles andere macht keinen Sinn. Avocado, Croissant mit Ei, 10 von 10. Wirklich zu wild. Ich gebe eigentlich nicht gerne Free Promo, aber wenn ihr in Frankfurt seid, Eleni, Eleni, The World, checkt ab, weil es ist echt sehr lecker. Und probiert dieses Avocado Toast. Ich glaube, ich werde das auch zu Hause nachmachen und mein eigenes Ding draus machen, meine eigene Kreation, weil ihr wisst, your man's a cook. Get you a man who can cook. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Das Essen war echt lecker. Das war auf jeden Fall schon mal das eine. Jetzt gehe ich auf Vintage Store Suche. Ob ich was finde, ist eine andere Sache. Aber ich sag euch ehrlich, Wetter heute, wir sehen. Sag ich euch ehrlich, weil nicht zu warm, nicht zu kalt. Diese kleine Trench, weißt du doch, Bruder, wir machen frisch. Vielleicht ein Bild knallen heute, ihr wisst doch von Seite, wenn ich mache. Ihr müsst liken, weil dann kommt direkt online. Wie dem auch sei, ich werde jetzt mal die Vintage Store hier in Frankfurt abchecken. Eine Freundin von mir meinte, die sind nicht so nice, die sind eher wack, so wie Frankfurt an sich. Aber ihr kennt doch, wenn man in einer eigenen Stadt wohnt und findet nichts nice, deswegen werde ich jetzt mal gucken, ob wir da was finden. Wind auch mit dabei, Tsunami-mäßig. Ja, Mann. Let's go. Also ich war jetzt in ein paar Vintage-Stores und ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht von Frankfurt, weil hier geht einfach gar nichts. Ich sag euch eins, Vintage-Shopping in Frankfurt ist nicht, ist tot. Kannst vergessen, cut it out. Anyways, das Wetter ist übertrieben nice gerade. Ich werde jetzt zurück ins Hotel fahren und dann werde ich ein bisschen chillen. Und dann mache ich mich auch schon ready fürs Wellness, weil ich wollte so gegen 14, 15 Uhr wollte ich dahin, so auf chillig, entspannt den Tag ein bisschen
ausklingen lassen, dann abends vielleicht noch was essen oder so. Und dann wäre es eigentlich auch schon. Dementsprechend, I'm a see you there. Okay, also ich bin jetzt bei Weekday. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht, die ich anprobieren werde. Ich stelle euch mal hier hin. Und dann werde ich euch zeigen, was ich so alles anprobiere. Was sagt ihr? Ich finde die mega eigentlich. Ist auch voll gut in M. Das ist der erste Teil. Ich weiß nicht. An sich finde ich die ganz nice. So, aber ich glaube nicht, dass ich sie so oft tragen würde. Dementsprechend wäre die, glaube ich, eher nicht so ein Fall zu mitnehmen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht das Gelbe vom Ei. Ich sag euch ehrlich, ich finde Shoppen so lästig, ne? Manchmal kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich will und was nicht, weil ich sehe immer Sachen, dann kaufe ich die einfach, weil ich denke, oh, das könnte nice aussehen. Aber im Endeffekt trage ich die dann eh nie, weil ich einfach random bin. Das Wetter finde ich eigentlich nice. Ich weiß nicht, ob ihr den könnt. Aber das finde ich echt cool. Nee, Mann. Erstens schlabbert die Extreme, das ist schon 32. Das heißt, das ist nichts. Und irgendwie, der Schnitt ist auch nicht so geil. Nee, Mann, die Dame Puppe irgendwie viel geiler aus als bei mir. Deswegen wird das auf jeden Fall nichts, weil sieht optisch einfach nach nichts aus bei mir. I don't like 1A Hose. Die ist echt gut. Zwar nicht super stretch, aber ich finde die echt nice. Die ist so ein bisschen jogger-like. Sitzt perfekt am Fußbund. Deswegen finde ich eigentlich gut, ja, wenn man da jetzt Air Force oder so drauf anzieht. Würde die auf jeden Fall nice aussehen. Das Oberteil finde ich irgendwie auch voll nice. Das ist so, du kannst es einfach drunter anziehen, ist ein bisschen wärmer. Finde ich eigentlich auch nice. Also es werden jetzt auf jeden Fall diese zwei Sachen. Einmal dieses Oberteil und die rote Jacke. Aber jetzt kommt der Geheimplan. In der Frauenabteilung zu gucken, weil Frauenabteilung ist immer Major Plug. Da findet man immer die besten Sachen. Wie meine Hose zum Beispiel, die ist auch aus der Frauenabteilung. Deswegen werden wir da jetzt mal gucken, was wir da noch finden. Und ja, vielleicht werden wir hier noch fündig. Okay Leute, ich habe jetzt diese rote Jacke gekauft und dieses Oberteil, wie ich gesagt hatte. Und ihr glaubt es mir nicht. Ich stehe an der Kasse, die Sachen waren schon herbe, günstig runtergesetzt. Die Schwester gibt mir noch 10% drauf. Die macht so diese schnell fertig. Ich habe 28 Euro irgendwas bezahlt. Ich will bezahlen. Karte einfach abgelehnt. Ich fühle mich wie Kevin Hart, dieses. Excuse me, Mr. Hart, your card is declined. Ich denke mir, bitch, shut the fuck up. Ich probiere es nochmal, wieder abgelehnt. Denke ich mir, Bro, ich gucke auf mein Konto, genug Geld drauf. Ich Dummkopf setze mir jedes Mal ein Tageslimit, was ich an Geld ausgeben darf. Since I'm treating myself very well today, habe ich scheinbar das Limit überschritten, was ich eigentlich nicht wusste. Und ja, jetzt habe ich es trotzdem gekauft, weil es dann irgendwann doch funktioniert hat. Und ja, das war auf jeden Fall sehr weird. Und dann gehe ich raus, denke ich mir so, ja, okay. Will ich so rausgehen, denke ich mir, okay, alles hat geklappt. Auf einmal piept das Ding, denke ich mir so, hör, the fuck. Ich gucke so, die hatte Sicherung vergessen und ich hatte meine Sonnenbrille verloren. Ich laufe durch den ganzen Laden, denke mir so, wo ist meine Sonnenbrille? Ich gucke in meiner Jackentasche, einfach meine Jackentasche gewesen. Dumm, einfach dumm. Aber egal, ich habe jetzt zwei neue Sachen, sprich, neuer Content is on the way. What's Gucci, my people? Was geht? Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in dieser Therme angekommen. Könnt ihr es sehen. Ja, Mann. Ich bin gespannt, was mich hier erwarten wird. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt erstmal ein bisschen Erholung, ein bisschen Guttuung. Und ja, deswegen
Let's go. Psych! That's the wrong number! Ich bin einfach random, einfach ins falsche Bad gelaufen. Ich gehe so rein. Der so, ich so, kann ich mit den Tickets hier rein? Der so, nein. Ich so, wie? Meint er, ja, falsches Bad. Ich so, wie falsches Bad? Ich war einfach bei der Konkurrenz. Ich bin einfach bei der Konkurrenz und wollte bei dem anderen rein. Jetzt denkt er sich, damn, warum geht der Nigger dahin? Warum kommt der nicht zu mir? Oh man. Was soll ich euch sagen, Bruder? Du hast dich gut geboten. Nächstes Mal machst du diese frische 5K fertig. Komme ich auch bei euch, okay? Tamam? Tamam. Anyways, peace out. Da habe ich hier nicht Film, but you know what, I'm gonna film, because I don't care. I came here to give you people content und das werde ich auch machen, weil ich bin ein Mann seiner Worte. Ich werde auf jeden Fall filmen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber das kriegen wir hin. Also ich bin jetzt hier, ich muss jetzt aber undercover filmen, weil das ist Mission Impossible hier geworden, leider. Deswegen wird es ein bisschen kritisch, wie ich euch jetzt Content liefern soll oder will. Und das ist das Problem an der ganzen Sache gerade. Aber so sieht es hier ungefähr aus. Sieht gar nicht so. No pictures. Okay. Kein Foto, kein Video, gar nichts. Auf jeden Fall, Leute, ich durfte nicht filmen. Der Typ hat mir schon die Kamera fast aus der Hand genommen. Deswegen bringe ich meine Kamera jetzt weg. Wird einfach ein bisschen chillen und genießen. Und dann kann ich euch später mehr erzählen. Leute, was soll ich euch sagen? Ganz ehrlich, es war es nicht wirklich wert. Es war okay. Ich würde dem Ganzen eine 4 oder 5 von 10 geben. Also im Großen und Ganzen, die Auswahl war okay, war nichts Besonderes. Es war an sich generell sehr entspannend, das definitiv. Aber es war nicht dieses, ihr wisst doch, dieses kleine Kribbeln, dieses, wo du sagst, war Schock. So, war okay, kann man machen. So ein Wellness-Tag für sich selber ist immer ganz gut. Ein bisschen Me-Time und so ist wichtig. Aber im Großen und Ganzen, also hier würde ich es nicht machen. Ich glaube, da würde ich lieber in so ein richtiges Resort fahren, wo man so alles drumherum hat. Aber irgendwie, I don't know. Ich war jetzt nicht so zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ja, it is what it is. Ich habe trotzdem eine schöne Zeit. Kurzes Wochenende in Frankfurt gehabt, why not? Ich fahre jetzt nach Hause und dann werde ich was essen, also noch einkaufen, glaube ich, auf dem Weg. Und dann geht's auch schon an den Wein. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich werde jetzt irgendwann was essen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Snacks besorgt. Ihr wisst doch, diese bisschen Vibes catchen auf Late Night mäßig. Bisschen cheaten. Und dann werde ich noch was essen. Aber auch nichts Wildes, denke ich mal. Aber ich hoffe, was Geiles. Da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, was es genau wird. Ja, Mann. Ansonsten, ich glaube, jetzt passiert doch nicht mehr viel. Eventuell könnte das Ende vom Vlog sein. Weil morgen zu filmen macht eigentlich keinen Sinn. Ja, Mann. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, vielleicht zeige ich auch mal, wenn ich Essen geholt habe, aber ich denke eher nicht, weil das ist so irrelevant. Wie, ja, ich will jetzt niemanden fronten. Dementsprechend, natürlich schade, dass ich euch nichts von dem Wellness zeigen konnte, von der Therme, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es das hier auch. Ich hoffe, dass, der Vlog hat euch gefallen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Peace out. Bye.